I'm thinking way back to the recess days when we could have fun in a million one ways. Young and innocent, none of us knew the president, and Santa was the man, cause his toy supply was infinite. Reliving it with all the friends made, hanging out every day and meeting when the bell rang. Tried to behave, I remember each day, stupid things that I did from K to 12th grade. That life was all gravy, but hallo und herzlich willkommen bei Start 3, liebe Freunde. Heute zeige ich euch mal einen neuen Glitch. Der ist hier oben, neben den Claymores, ganz oben im Drachen, wenn ihr hintere zum Claymores lauft. Ihr müsst ganz einfach die Dampfsteuer so hinstellen, wie ich jetzt gerade. Ein bisschen, also in die Wand rein und fast bis ans Ende von der Kante hinten. Dann, bevor sie unten ist, solltet ihr schon dastehen, auf diese Kerbe da, also diese dritte Kerbe von rechts, drauf gucken. Dann, wenn es nach oben geht, ein bisschen nach vorne sprinten und ihr seid ganz schnell in dem Glitch drin. Als nächstes natürlich schon die Dampfschleuder hier kaputt machen, weil sonst schleudert sie euch wieder raus. Es wird gleich noch gezeigt, wie ihr wieder rauskommen könnt. Und, oder wird es jetzt gezeigt? Ja, das, nein, egal. Jetzt, doch, nochmal hier, im schnellen Ding Durchgang, wie es... ein bisschen schneller, als wie ich es gemacht habe. Das geht ganz schnell, das kann man innerhalb von einer Runde schon machen. Einfach noch schnell hinstellen, rein damit, Dampfschleuder kaputt machen. Und euch kann kein Zombie mehr angreifen, ihr könnt Power-Ups einsammeln. Jo, ziemlich geiler Glitch, wenn ihr noch die Wunderwaffe habt, so wie ich. Und jetzt, wie euch jemand anders wieder rausholen kann. Zum Beispiel mein Kollege hier, Poke-Kevin. Er muss einfach eine Dampfschleuder so hinstellen, dass ich direkt vor mir hier gegen die Wand fliege und ich bin wieder draußen. Jetzt tötet ihr das hier noch selber kurz. So, okay. Jetzt will ich noch ein bisschen was dazu erzählen, während es im Hintergrund noch läuft. Über Stadt 3 Glitch-Abteilung. Wir machen es jetzt so. Es sind jetzt ganz viele mit in die Glitch-Abteilung von Stadt 3 mit reingekommen. Die werden jetzt alle auf YouTube auf meinen Kanal, also auf den Stadt3-Kanal, Glitch-Abteilung, werden jetzt alle reingeschrieben, die Namen. Und ihr könnt euch dann auch an die Supporter wenden, wenn ihr Fragen habt, das wisst ihr ja. Und natürlich noch, ja, oder? Ja, das war's eigentlich. Wird bald noch eine Liste kommen, wer alles mit reinkommt. Und ich wünsche euch natürlich noch viel Spaß mit dem Glitch. Jo. Ach ja, vor allem, das habe ich vergessen zu sagen, ihr könnt hier keinen wiederbeleben durch die Mauer. Er kommt sehr gekrochen, ich kann ihn nicht wiederbeleben. Und falls ihr euch hinsetzen solltet, könnt ihr auch nicht mehr aufstehen. Ja. Und um rauszukommen, braucht ihr immer einen zweiten Mann. Und ihr kriegt nicht mal einen Hit oder ihr könnt nicht gehittet werden von den Zombies. Ihr könnt also keinen Schlag abkriegen. Okay. Also dann, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit dem Glitch und ciao, Leute. Cause his toy supply was infinite, reliving it with all the friends made. Hanging out every day and meeting when the bell rang. Tried to behave, I remember each day. Stupid things that I did from K to 12th grade. That life was all great.